Für den US-Präsidentschaftswahlkampf scheinen die Rollen der Kandidaten in den deutschen Medien klar verteilt. Denn so werden sie präsentiert. Auf der einen Seite der gefährliche, möglicherweise nicht ganz zurechnungsfähige Multimilliardär Donald Trump. Auf der anderen Seite die besonnene und erfahrene Staatsfrau Hillary Clinton. Blickt man jedoch genauer auf die außenpolitische Ausrichtung einer möglichen Präsidentin Clinton, so stellt sich unweigerlich die Frage, ob nicht Clinton die gefährlichere ist. Denn sie legt eine höchst aggressive Haltung an den Tag. Clinton droht Russland mit einem offenen Krieg. Die Präsidentschaftskandidaten dazu bei einer Wahlkampfrede in Cincinnati. Wir müssen den Preis erhöhen und sicherstellen, dass wir uns gut verteidigen, um gegen jene zu kämpfen, die gegen uns kämpfen. Mit Blick auf mögliche Cyber- und Hackerangriffe aus Russland fügte sie hinzu: Als Präsidentin werde ich klar zu verstehen geben, dass die USA sich zu Cyberattacken ebenso verhalten werden wie zu anderen Angriffen. Wir werden bereit sein, ernsthaft politisch, wirtschaftlich und militärisch zu antworten. Dass Clintons Aussagen lediglich markige Wahlkampfsprüche sind, ist zweifelhaft. Denn bereits seit einiger Zeit wird der Umgang mit Computerattacken diskutiert. Die USA werten seit einigen Monaten Cyberangriffe auf eigene Ziele wie eine militärische Invasion mit konventionellen Streitkräften. Das bedeutet im Klartext, ein möglicher Hackerangriff würde mit dem Einmarsch von feindlichen Panzern und Soldaten gleichgesetzt werden und automatisch den NATO-Bündnisfall auslösen. Ein möglicher russischer Cyberangriff würde die NATO-Mitglieder in einen offenen Krieg mit Russland ziehen. Das Gefährliche an Clintons Ansagen besteht darin, dass sich Cyberangriffe kaum belegen lassen. Dass lediglich die Behauptung, man sei via Computer angegriffen worden, einen Krieg mit einer nuklearen Macht auslösen kann, bringt eine neue Brisanz in die Eskalationsspirale der letzten Jahre. Es würde also lediglich eine einzige Pressekonferenz im Weißen Haus benötigen, um zu erklären und sich vor der ganzen Welt dahingehend zu rechtfertigen, dass nach einem vermeintlichen russischen Hackerangriff jetzt zurückgeschossen werde. Im Konflikt mit Russland spielt Polen als NATO-Partner für die USA eine entscheidende Rolle. Durch die geografische Nähe dient das osteuropäische Land als Standort für Soldaten, Raketenabschussbasen und als Nachschubweg für die NATO-Truppen im Baltikum und zudem für Material- und Waffenlieferungen in die Ukraine. Die US-Denkfabrik Atlantic Council empfiehlt nun dem polnischen Militär seine Stärke im Cyberwar, sprich in der Computerkriegsführung durch Hackerangriffe, gegenüber den Russen zu demonstrieren. Eine Denkfabrik ist eine Organisation, die strategische und politische Szenarien entwirft, auswertet und Politiker berät. In ihrem strategischen Bericht mit dem vielsagenden Titel »Alarmiert für Abschreckung, wie Polen und die NATO einem wiedererstarkenden Russland begegnen sollten«, wurden von dieser Denkfabrik ganz konkrete Ziele für mögliche Hackerangriffe genannt, nämlich die Moskauer Metro, das Elektrizitätswerk von St. Petersburg oder die russischen staatlichen Medien Russia Today. Genau dies aber würde die Spannungen auf dem europäischen Kontinent zweifellos noch weiter verschärfen. Soll Polen womöglich dazu benutzt werden, um den Krieg mit Russland auszulösen? US-Kriege im Vergleich zu Russland, China, Iran, Deutschland.